Urdhva Kukutasana ist der hohe Hahn, auch genannt Lotuskrähe. Du kommst zunächst zum Lotus, Padmasana. Von hier gibst du die Hände nach vorne und gibst gleich die Knie über die Oberarme. Am leichtesten wirst du, gibst die Hände nach vorne vor die Knie, gibst dann erst ein Knie auf einen Oberarm und mit der Kraft der Arme ziehst du das andere Knie auf den anderen Oberarm und so bist du in Urdhva Kukutasana, der erhobene Hahn.